Hey, Sotelian hier mit meinen ersten Eindrücken aus Escape from Tarkov Arena, dem kommenden E-Sport-Titel von Battlestate Games im Tarkov-Universum. Tarkov Arena war seit über 2 Jahren in Entwicklung und ging gestern Nachmittag gegen 18 Uhr offiziell in die Closed-Beta-Phase. Wie wir es leider gewohnt sind, nicht ganz ohne unglückliche Kommunikation seitens Battlestate, denn an vielen langjährigen Besitzern der Edge of Darkness Edition dürften diese ersten Spielstunden definitiv vorbeigehen, weil der Weg, wie man Zugang zu dieser Closed Beta erhält, nicht sonderlich gut kommuniziert wurde. Daher, bevor ich euch meine ersten Eindrücke zur Arena schildere, hier ein ganz kurzer Hinweis, wie ihr an und in die Beta kommt. Zunächst das Wichtigste. Tarkov Arena ist ein eigenständiges Spiel, welches ihr über die Webseite arena.tarkov.com für ca. 37 Euro plus Steuern erwerben könnt. Besitzer der Edge of Darkness Edition von Escape from Tarkov bekommen das Spiel kostenfrei, aber ihr müsst euch dennoch vorher zunächst auf der Webseite mit eurem Tarkov-Account einloggen und das Spiel dann hier für 0 Euro abholen. Habt ihr das Spiel auf diese Weise erworben, müsst ihr nur noch auf die Freischaltung eures Accounts warten. Battlestate schaltet die Zugänge in Wellen frei, wobei gestern Nachmittag zum Startschuss die langjährigsten Edge of Darkness Besitzer bevorzugt wurden. Diese Wellen scheinen im Moment jedoch recht schnell aufeinander zu folgen. Ich vermute und hoffe für alle, die das Spiel spielen wollen, dass im Laufe der Woche die meisten von euch reinkommen. Damit ist das aus dem Weg. Lasst uns jetzt also einen ersten Blick auf Tarkov Arena werfen. Mit Arena wagt Battlestate Games den Einstieg in die E-Sport-Szene, wobei die grundlegenden Spielmechaniken unverändert von Escape from Tarkov übernommen werden. Schnelle, actionreiche Gefechte zwischen 2 Teams mit jeweils 5 Spielern unter Wettkampfbedingungen, das ist der Plan. In den Runden gilt es, das gegnerische Team auszulöschen oder einen markierten Punkt auf der Karte einzunehmen und für wenige Sekunden zu halten. Dauert das Ganze länger als etwa 2,5 Minuten, wird eine Cleanup-Crew bestehend aus Scavs und bekannten Tarkov-Bossen auf die Map gespawnt, welche die noch verbliebenen Spieler jagen. Noch ein bisschen später wird zusätzlich Radioaktivität freigesetzt, welche unweigerlich die Spieler tötet und die Rundenzeit damit begrenzt. Und die Spieler dazu animieren soll, die Entscheidung, wer die jeweilige Runde gewinnt, eher über das Gefecht gegeneinander zu suchen, als eben auf dieses Zufallsprinzip der Cleanup-Crew zu warten. Waffen und Ausrüstung basieren auf vordefinierten Loadout-Kits, die man aus verschiedenen Progressionsbäumen für Assault, Close Quarter, Scout und Marksman Stück für Stück freispielt und damit über die Zeit verbesserte Ausrüstung und zum Teil auch zusätzliche taktische Optionen in Form von Granaten, Stims und so weiter erhält. Soweit das Spielprinzip, welches im Vergleich zu vielen anderen kompetitiven Shootern auf dem Papier relativ simpel erscheint. In der Praxis war ich gestern Abend aber sehr positiv davon überrascht, wie nah das resultierende PvP an seinem Vorbild Escape from Tarkov bleibt. Gerade auf den beiden größeren Maps, Airpit und Zormel, herrscht wirklich pure Tarkov-Atmosphäre. Und dabei auch interessant, Arena bleibt den Hardcore-Wurzeln des Hauptspiels treu und macht auch hier keinerlei Anstalten, den Spieler mit Informationen zu versorgen. Ein Scoreboard oder eine UI, die den Status der Waffen und der Mitspieler zeigt, existieren im Spiel nicht. Dafür findet man direkt im Spiel in den Kampfgebieten aufgestellte oder aufgehängte große Monitore, die über den Spielstand, die Zahl der noch lebenden Mitspieler und die verbleibende Zeit informieren. Wer nicht mit seinem Team kommuniziert und Infos braucht, der muss sich kümmern. Und das ist wirklich Tarkov pur. Ich jedenfalls hatte gestern überraschend viel Spaß und deshalb gibt es hier jetzt noch ein paar Highlight-Clips des Abends sowie ein vollständiges Match auf der Karte Airpit, welche ich gestern zusammen mit Humps gespielt habe. Damit könnt ihr euch selbst einen kleinen Eindruck machen, wie Escape from Tarkov Arena sich anfühlt. Und damit sage ich einfach, los geht's. Успокойный!
Quartiere! Времени почти не осталось! Тяни в минус! Скука! А может, точки захвата потерять? Минус один красный! Radio ist an alle, oder wie? Ja, ja, Radio ist an alle. Ich glaube, können trotzdem die in der Umgebung kannst trotzdem hören, aber du kannst halt dich mit denen, mit deinen Leuten unter, verständigen auf weite Entfernung. Sniper Kill! Das ist blau, ne? Ja. Ja, wir sind blau. Nee, der da. Achso, der bei mir? Ja, ja, der war blau. Раунд за вами! Пошевеливайтесь! Времени почти не осталось! Оу, фак! Время почти вышло! Захватите пушку и не убейте! Чек ди армбенда! Раунд за синими! Я-я! I'm sorry! Чинак! Ich habe mir das Bein gebrochen. Geschuft. Oh, oh no! Oh, Granaten. Hey. Oh, der hat überlebt. Ist keiner nachgerückt, ach so. Doch, ich war. Hab ihn. Hab ihn. Ah, jetzt bin ich tot. Ja, ich habe bei mir gerade schon geschaut, wenn ich die halt Arena so gekauft haben, die mussten auch Zugang haben. Weil die halt nur Arena gekauft haben zum Beispiel. Nice! Die Nähe des Teufels!
sehr schön. Oh, hab ich jetzt gerade böse verhängt. Hab's gesehen. Jetzt spiele ich die hier. Was ich allerdings mich wirklich frage, ist, wie das dann läuft, wie man in... Wenn du jetzt einen Ast hier bei den Presets quasi sagst, du willst ihn schnell hochleveln, ne? Дамы и господа, поприветствуйте наших бойцов. Сегодня они покажут, как нужно умирать. Hast du es doch am Ende viel, viel schwerer? 5, 4, 3, 2, 1. Die nächsten hochzuleveln, weil du fängst ja wieder mit ganz unten an, bist aber dann vielleicht schon eingerankt gegen Spieler, die viel bessere Ausrüstung haben. Ja, aber so geht's jedem. Ja, stimmt auch wieder. Muss mich heilen. Ich hab links. Oben tänzelt noch einer rum. Oben ist im Moment frei. Bei mir. Ich dachte, ich komme ihn noch heilen. Danke. Einer noch. Im Laden, oder? Nice. Pumps, die PPSH ist wirklich stark. Aber die hier, die ist auch gerade schön. PP19, ich glaube, die hat PSC-Ammo drin, ne? Ja, ja. Aber ich habe gerade auch damit einen Doppelkill gemacht. Go, go, go! War sehr cool. Und ja, jetzt ein 30er Mac endlich.
sorry. Warte, ich komm wieder runter. Ich muss mich kurz heilen. Alles wieder gut. Ah, jetzt geht das wieder. Das ging vorhin nicht. Draußen ist jemand? Bei B unten. Die capturen, oder? Konnte ich nichts machen. Sorry. Sehr schön. Ja. Unten im German-Laden. In Germans. Ja, sind sie alle. Sind sie alle drin. Oh, красные квартиры. Все залили кровью. Вот это мочилово.
Bin tot. Schöner Schuss. Ron West, wenn du Zugang bekommen hast, solltest du eine E-Mail bekommen haben. Okay, wir haben verloren. Sollte man was ändern? Die werden wahrscheinlich wieder alle auf einer von den Seiten campen. Ich geh durch die Mitte. Naja, ich geh die ganze Zeit durch die Mitte. Ja. Oben. Danke. Das war noch wieder etwas blind. Sehr gut. Das war grenzwertig. Thanks for the spins, guys. Wo sind sie denn? Oh! Ärgerlich.
Ja, meine Kamera hat sich verabschiedet. Kleinen Moment, muss ich nachher korrigieren. Nach der Runde. Hier, Tickets. Zwei rote sind noch. Sind unten. Wo ist unten? Ich bin unten im Flugzeug. Okay. Dann gucke ich mal raus. Oh. Auf B-Seite, glaube ich. Shit. Das war ein Sniper. Ja, die Richtung. Da im Laden ist er gewesen. Zuletzt. In German. Ja, es interessiert nicht. Ah. Hat er verkackt? Ich seh's noch nicht. Ja, er hat's verkackt. Und zwar wie? Er hätte ihn locker. Erstmal war er im Einzelschuss, dann ging wirklich alles daneben. Hat's Licht, Taschenlampe nie angemacht. Das war schon wirklich. Ich hab den anderen. Au, der ist hinten am Flugzeug. Rückseite. Und der Shotgun ist fast down. Damn it! They are still breathing! Jetzt hat eine Shotgun. Nice. Матч побеждает команда синих. Поздравляем победителей. 14 Kills. Das ist besser. Besser als 2.